Ja. Ja. Lass mal versuchen, nicht die, weil wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir das Ganze auch auf YouTube online stellen, dann will ich nicht die ganzen Aufgaben ansprechen und dass jeder schon weiß, okay, was da konkret gemacht wird. Lass mal versuchen, du kannst gerne so einen Hint geben, ja, über welche Aufgabe du das meinst, oder aber nicht so konkrete Zahlen oder konkrete, Okay, ja klar. ja, okay. Ja. Was war für dich das, was dir am allerschwersten gefallen ist? Das ist schwierig. Also, was immer unangenehm war, also die Quads waren oft unangenehm, Ja. Warum? weil gerade mit dem Punkt der Selbstanalyse, weil halt immer dann Nachfragen und warum und dann sitzt man hier so und man ist so, teilweise weiß man es wirklich nicht. Teilweise ist man auch einfach nur so, boah, scheiße, Alter, das ist so unangenehm. Ja. Und das war echt ekelhaft. Aber per se ja jetzt nicht schwer. Boah, was die schwerste Aufgabe war, ist echt. Gibt es ein paar Kandidaten so. Es ist schwierig, da jetzt einen auszumachen. Okay, wenn du jetzt schon die Calls ansprichst, wie hast du so die, wir hatten ja am Anfang so ein bisschen, und da hast du auch zu Recht gesagt, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen zu hart unterwegs war und zu viel draufgehauen habe. Wenn ich halt nur noch draufhaue, dann kommt halt gar nichts mehr raus irgendwann so. Aber wie waren die Calls für dich? Die ersten waren, wie gesagt, halt ein bisschen schwierig für mich. Ja. Also es ist so, dass du es klar sagst, ist gut und das muss ja auch so sein. Nur dann gerade mit diesem Extra-Call war es ein bisschen much. Und da bin ich dann halt auch wirklich mit einem nicht so guten Gefühl rausgegangen und habe halt, also im Endeffekt hat es einem zum Umsetzen gebracht, aber halt einfach nur so aus negativen Emotionen raus. Und nicht, weil man es dann noch wollte oder weil man Bock drauf hatte. Ja. Deswegen war das wirklich ein too much, aber zum Schluss war es definitiv besser. Also, weil du hast trotzdem noch klare Worte gefunden, aber du warst halt so viel, es war mehr ein kooperatives Gefühl als ein indoktriniertes, so du machst es jetzt. Ja. Genau. Ja, das ist ja auch für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay. Da habe ich jetzt schon Erfahrung, aber nicht jetzt tausende von Calls, wo ich so drauf auf. Deswegen habe ich das auch direkt so angenommen und dann auch gesagt, okay, irgendwo hast du da einen Punkt. Und ich will nicht, dass du immer mit einem guten Gefühl rausgehst. Ja? Irgendwie soll Ja. es auch mal wirklich scheiße sein. Weil wenn alles schon supi wäre, dann würden wir nicht zusammenarbeiten. Ja, klar, so, dann mache ich auch nichts, auf Ja. jeden Fall. Also das so ein bisschen weg von. Jo, Erik, Chaka, Chaka, du kannst alles, yeah. Hinzu, nee, so ist es aktuell. Und es ist auch Ja. nicht schlimm, sich einzugestehen und zu sagen, okay, ja, vielleicht ist es aktuell einfach scheiße. Aber darum bin ich auch heute hier. Darum arbeite ich heute dran. Ja, genau. Also was dann geil war, war vor allem dieses kooperative Gefühl eben. Ja. Ja. Dass es sich nicht mehr angefühlt hat, so wie du gibst mir jetzt hier so Befehle, sondern halt, dass wir zusammenarbeiten. Ja. Und wie hast du das so, wie, also hast du das Gefühl, du hast dich weiterentwickelt jetzt in der Zeit? Definitiv. Also das beste Beispiel sind halt die Sachen, die ich vorher nie gemacht hätte. Wie mit solchen Selfies, wie Frauen anquatschen. Das wäre halt, keine Ahnung, vielleicht hätte ich das irgendwann mal gemacht, aber die Zeit bis dahin wäre halt vergleichsweise sehr lang gewesen. Ja, also. Würdest du sagen, dir war es das wert, quasi diese ganzen Erfahrungen, diese ganzen Erkenntnisse, das alles in dieser kurzen Zeit zu sammeln und dafür das Geld zu bezahlen? Oder wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest, würdest du lieber alles auf eigene Faust quasi Stück für Stück für dich entdecken über, keine Ahnung, halt über einen längeren Zeitraum hinweg? Preislich ist es jetzt schwierig festzusetzen. Ich glaube, das ist brutal unterschiedlich von Person zu Person. Ansonsten, ich finde halt, also so ein Coaching ist geil, weil man hat im Endeffekt jemanden zur Hand, der sich damit auskennt, der ihm hilft. Und man hat halt im Prinzip diese Abkürzung. Es wird nicht leichter dadurch, aber man macht halt das, was man sonst in 3 Jahren in deinem Fall macht, jetzt in 7 Wochen. Ja. So. Und demnach finde ich, ist es übel geil. Ob ich jetzt aus heutiger Perspektive das Geld bezahlen würde, keine Ahnung. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht rückgängig machen. Warum nicht?
weil ich jetzt halt wo stehe, wo ich vorher jetzt einfach nicht stehen würde, was jetzt halt viel nachhaltiger ist, als die Kohle jetzt zu haben. Ja. Auch wenn ich jetzt nichts gegen die Kohle hätte im Moment, ja. Aber trotzdem ist das jetzt viel nachhaltiger. Aber das ist schon eine geile Sache, die du gerade gesagt hast, dass du es nicht rückgängig machen würdest. Mhm. Das ist auch ein geiles Feedback. Was glaubst du, ist der Hauptgrund, warum du es, also ist dir die persönliche Entwicklung so viel wert? Oder war dir, keine Ahnung, hat sich dein Mindset jetzt so stark weiterentwickelt? Oder warum würdest du es nicht rückgängig machen? War es dir in der Zeit das Ganze wert? Oder? Also, insgesamt einfach die krassen Erfahrungen, die man in der kurzen Zeit gemacht hat. So, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt im Mindset von 0 auf 100 gegangen bin oder in meiner Freiheit von 0 auf 100. Aber es sind halt Fortschritte, die in einem Ausmaß geschehen sind, die sonst halt nicht passiert wären. Und da finde ich es gar nicht so wichtig, wie krass groß das jetzt ist. Ich meine, es würde immer besser gehen. Ich hätte immer noch mehr machen können, mich mehr committen können, ja. So im Endeffekt machst du halt die Aufgabe dann 1000 Mal statt halt nur einmal oder so. Es geht immer nach oben. Aber im Endeffekt ist einfach die Lernkurve trotzdem viel steiler dadurch, dass man überhaupt dieses Coaching macht. Ja. Und die würde ich in dem Zusammenhang halt einfach nicht rückgängig machen wollen. Weil egal, wie viel das Coaching jetzt gebracht hat, es hat mehr gebracht als so 7 Wochen. Ja, das ist klar. Das wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Ja, also wesentlich mehr. Deswegen würde ich es so oder so nicht rückgängig. Aber du sagst ja damit auch, dass dir die Entwicklung in den letzten 7 Wochen mehr wert ist als 2500 Euro. Ja, richtig. Und das ist schon auch, das ist, finde ich, schon ein sehr geiles Feedback. Also, das finde ich schon sehr nice. Für mich. Ja. Okay. Wo hast du dich am meisten weiterentwickelt? Auch die Aufgabe, die wir vorhin schon besprochen haben, wo wir das so oft wiederholt haben. Ja. Echt? Weil, ja, irgendwie, ich fand die einfach geil. Okay. Dadurch, dass man es so oft gemacht hat. Deswegen, sowas könnte man echt nochmal einbauen. Irgendwann später. Ja. Oh, weil man hat es irgendwie so übel krass wiederholt und dann war man halt einmal so in diesem, in dem Mode drin, okay, ich habe jetzt so sau oft diese Sache gemacht und dann fängt man an, noch was anderes zu machen, so oben drauf zu setzen. So, das war ja, an dem Tag hatte ich ja dann noch 4 Frauen angequatscht. Ah, okay, ja, das heißt, dadurch, dass du schon so viel im Doing warst, in diesem Umsetzen, All-In, Machen, ja, genau, bist du noch selber von dir aus weitergegangen. Ja, weil richtig. Du schon den Karren so sehr angeschoben hattest an dem Tag. Ja, also selbst wenn dann halt die Aufgabe im Endeffekt eine relativ leichte ist, aber dadurch, dass du so scheiße oft machst und es immer weiter nach vorne geht, lädst du dir halt irgendwann selber Steine rein, aber machst halt das, weiter. Das ist geil, ja. Das ist ein richtig geiles Feedback. Dankeschön dafür. Das baue ich auf jeden Fall nochmal mit ein, weil es war jetzt auch für mich so ein Experimentierding, okay, wie viel kann ich zumuten, ja, wo ist vielleicht too much, jetzt von der Aufgabenschwierigkeit her, aber auch von der Menge der Aufgaben, also von dem Volumen her. Aber das ist ein richtig geiles Feedback. Also bei der Zahl habe ich am Anfang mir schon gedacht, Alter, wie soll ich das machen? Ich habe dann so überlegt, okay, ich muss so und so viele am Tag und dann dachte ich mir so, okay, ich wohne in Münster in Gievenbeck. Ich sehe dort 3 Leute, wenn ich da eine halbe Stunde lang laufe. Ja. Das war echt ekelhaft. Deswegen musste ich dafür auch in die Innenstadt und deswegen musste ich es dann halt so durchprügeln, weil bei uns im Stadtteil kannst du es vergessen. Ja, aber das ist auch genau darum, das ist auch genau der Grund, worum es in der Aufgabe geht. Es geht darum, für dich selber mal diesen Frame zu zerbrechen und zu sehen, okay, was kann ich eigentlich wirklich in welcher Zeit machen? Ja, weil es ist sehr interessant, dass du das jetzt gerade sagst mit, okay, dafür muss ich so und so viele Leute ansprechen, dafür brauche ich so und so viele Tage. Nein, du brauchst 1 Stunde. Ja, richtig. Okay, wo noch? Also wo fühlst du dich, wo hast du dich noch weiterentwickelt? Also wenn man jetzt mal auf deine Persönlichkeit geht, was würdest du sagen, was hat sich bei dir verändert? Persönlich, vor allem durch die Affirmation. Ja. Weil man sich damit im Prinzip eine neue Art der Selbstdefinition gibt und sich besser kennenlernt, von Grund auf. Und halt nicht immer so dieses typische, weiß nicht, für mich war das immer so eine Sichtweise, ich bin halt, sage ich mal, gerade so eine Bubble und beschreibe die jetzt irgendwie mit Eigenschaften. So wie man das typischerweise halt in der Schule gemacht hat, ne?
Und da fand ich halt, die Affirmationen waren geil, um sich halt tiefer kennenzulernen und um diese Blase mal zu durchbrechen und halt eigentlich wirklich auf den Kern vorzustoßen. Und um sich dann halt wiederum persönlich zu formen, so wie man das halt haben will und so wie man sein will. Das fand ich in der Persönlichkeitsentwicklung am besten. Auch wieder wegen diesem repetitiven Aspekt. Ja. Ja. Und wenn man jetzt mal weg von den Aufgaben geht, hin zu, was hat sich bei dir getan? Was würdest du sagen, hat sich bei dir getan in den letzten 7 Wochen? Offenheit, ein bisschen. Also, ich war schon jetzt immer recht offen, aber trotzdem noch so ein Ticken mehr. Einfach weil weil ich mehr, sage ich mal, mehr Balls bekommen habe. Ja. Und halt einfach so sage, ja, okay, so ich bin halt der und der, warum soll ich halt jetzt irgendwie was nicht sagen oder keine Ahnung, ne? Weil juckt mich im Endeffekt nicht. Ja. So, die Person muss damit klarkommen und wenn die mich leiden kann oder Bock auf mich hat, ja, dann wird die das auch. Und da ist, denke ich, der größte Benefit, weg von den Aufgaben. Einfach, dass man mehr Eier bekommt und mehr Mann ist, sag ich mal. Bekommst du mehr Eier? Ja, hast du jetzt 3 oder Ja, richtig. was? Oh Mann. Okay, was fällt dir heute leichter als früher? Halt, wie gesagt, also definitiv so dieses nicht mehr so Leuten hinterherrennen, sondern zu sagen, okay, so, wenn du was willst, dann tu halt auch was. Und ich bin halt, also mehr so eine festere Rolle zu haben sozusagen und halt nicht so needy irgendwie hinterher zu laufen. Das fällt definitiv leichter. Und gleichzeitig halt offen zu auf Fremden hinzugehen und einfach dann, also gerade Frauen hinzugehen und einfach nach der Nummer zu fragen, nach dem Essen, Kompliment zu geben oder whatever. Ja. Würdest du sagen, du kannst jetzt deine Meinung anderen gegenüber besser vertreten? Nicht besser vertreten, aber gute wohl. Ja. Also es ist ein standfesteres Auftreten, auf jeden Fall. Inwiefern? Dass man halt nicht mehr so Verschönerungen nimmt wie eigentlich oder ein bisschen oder etwas, sondern einfach so, bam, es ist so. Und fertig. Wie fühlt sich das Ja. an? Naja, fühlt sich gut an, ja. Okay. Weil vorher war es halt immer so diese halb passive Scheiße und man hatte so Schiss, okay, so ich will den jetzt nicht verärgern oder irgendwas, aber im Endeffekt, wenn ich meine Meinung nicht richtig sage, dann bringt es niemandem was. Ja. Würdest du sagen, du, also wie hat sich so denn dein Selbstwert verändert in der Zeit? Mein Selbstwert nicht wirklich, es ist einfach so, man fühlt sich selber mehr wie ein Statement für sich. So würde ich es bezeichnen. Sprich, man hat ein klareres, ein festeres Bild von sich selbst, was man auch so nach außen kommuniziert. Halt weniger dadurch, dass man dann solche Verschönerungen nimmt beispielsweise, sondern eben wirklich so auftritt, wie man ist, so bam, hier bin ich. Ja. Und dadurch ist natürlich auch das Rüberbringen in der Argumentation oder so einfach besser, weil man halt mehr von sich überzeugt ist. Ja. Was hat sich, weil du vorhin schon Frauen angesprochen hast, was hat sich so im Bereich Frauen getan? Also wie war das davor? Wie ist es jetzt? Auch genau die Bereiche, die ich jetzt noch genannt hatte. Sprich, man hat einfach, man ist nicht so needy, man hat ein festeres Auftreten, man ist so, bam, hier bin ich. So, wenn du was willst, dann tu du auch was. Und ich muss nicht hinterherrennen, weil das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Es gibt einen geilen Satz, den habe ich letztens in einem Video gesehen, der heißt, It's my job to chase, it's yours to resist. Also du chase, also als Mann ist es schon deine Aufgabe, auf die Frauen zuzugehen, die du haben willst. Und deren Aufgabe ist es quasi, dir das Ganze schwer zu machen. Und wenn die es halt zu schwer machen und du halt keinen Bock mehr hast, ja gut, dann gehst du halt zur nächsten. Aber es ist schon, du meinst quasi dieses, ja, so hinterherrennen, so Fan Ja, sein, solche Sachen, genau, richtig, ja. richtig, das meine ich. Ja. Weil, also, deswegen geht man ja auch auf eine Frau hin und fragt nach der Nummer oder nach Messen oder irgendwas. Aber im Endeffekt halt so dieses ständig alle 5 Minuten texten und bla bla bla, um es jetzt zu überspitzen, ja. Oder halt die ganze Zeit so, oh, kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dir die Taschen tragen? So, weißt du? Ja. Um es wirklich überspitzt darzustellen, das ist halt Bullshit. Ja.
Ja. Und wie war das davor? Also im Bereich Frauen, bist du da auch schon auf Frauen zugegangen? Hast du dir Nummern geholt? Wie war das da? Ich war jetzt nicht so krass needy. Also das war immer so ein Problem, wo ich dran arbeiten musste, aber es war jetzt nie so extrem krass, zumindest in letzter Zeit nicht mehr. Ich kann auf jeden Fall relaten, wie sich die Leute da halt so fühlen, weil man denkt dann so von wegen, okay, wenn ich jetzt so voll mein Herz ausschütte und alles für sie tue, dann bin ich so der Beste, den sie haben kann. Und dann Ja. ist so die totale Unverständlichkeit, warum sie dich nicht nimmt. Ja. Oh, das ist aber halt 100% der falsche Weg. Ja. Und ansonsten, offen auf eine Frau zugehen, wäre damals nicht drin gewesen. Also Warum nicht? nicht zu dem Standpunkt, Warum nicht nicht? zu dem Zeitpunkt, weil ich nicht den Selbstwert hatte, weil ich habe mir dann so gedacht, okay, so warum sollte die jetzt mich nehmen, wenn ich da hingehe, so halb das Ding hinstottere und ja, ne? Das ist halt, also das war immer das Problem. Aber dadurch, dass der Selbstwert gestiegen ist und ich halt weiß, was ich zu bieten habe und dass ich definitiv mehr zu bieten habe als viele andere, dann dadurch ist es halt viel einfacher. Ja, das heißt, was du heute jetzt, was du früher nicht gemacht hast? Ich gehe auf eine Frau zu und frage sie nach ihrer Nummer. Basically. Wie fühlt sich das Also an, wenn ich. dass du das quasi immer machen kannst, wenn du eine Frau attraktiv findest? Was ist das für ein Gefühl? Das fühlt sich mega befreiend an, weil man dann im Endeffekt nicht 1000 Chancen am Tag an sich vorbeilaufen sieht, sondern zumindest bei jeder versucht. Also im Prinzip jede Chance mal ergreift und wenn es halt nichts ist, dann okay, ist nichts. Aber man lässt halt nicht an sich vorbeirauschen. Ja. So wie wenn jetzt beispielsweise Bill Gates ankommt und fragt, yo, willst du mit mir Microsoft gründen? Und man sagt so, nee, Digga, kein Bock. So, sowas im Prinzip ist so eine Chance, die Traumfrau und die rauscht an dir vorbei, aber jetzt ergreift man es halt. Was würdest du sagen, wie hat sich so deine persönliche Freiheit im Laufe der 7 Wochen entwickelt? Also wie war das am Anfang? Wie frei warst du da in den Sachen, die du gemacht hast? Also Frauen ansprechen und so weiter, in deinen Gedanken, also wie du Möglichkeiten gesehen hast, wie du dich anderen gegenüber verhalten hast, wie du dich beigetragen hast und wie ist das heute? Offener und klarer. Immer noch, also der größte Switch ist, denke ich, im Endeffekt, dass man halt so dieses, dass man sich selber besser kennengelernt hat und jetzt halt mehr, ein besseres Bild von sich hat, ein festeres Bild. Und das auch so in die Außenwelt trägt. Und zwar halt nicht so bröckchenweise, sondern immer das Gesamtpaket sozusagen. Ja. Und das ist halt das, was sich am meisten niederschlägt und das, was früher halt gefehlt hat. Dadurch, dass man immer nur so Bröckchen und irgendwas dachte, man ist nicht gut genug, hat immer nur so Teile irgendwie rausgehauen, hat Verschönigung benutzt und es war halt alles nur halb gewalkt. So, aber jetzt, wenn man halt so all in, ist halt einfach das ganze Mindset anders, weil man weiß, was man alles zu bieten hat, Ja. zusammen. Egal in welchem Bereich jetzt, wenn man jetzt, weiß ich nicht, im Job seine Meinung sagt zu irgendwas oder wenn man jetzt halt eine Frau anspricht, ist ja scheißegal. Das heißt, was du gerade sagst, weil ich versuche, du bist so ein bisschen so, du tust es alles so ein bisschen kleinreden, obwohl das brutale Sachen sind. Du hast gerade nichts anderes gesagt, wie dass du dich in allen Bereichen auch weiterentwickelt hast. Also auch, ob du jetzt im Beruf deine Meinung sagst, ob du einer Frau deine Meinung sagst, ob du im Beruf eine Chance ergreifst, ob du bei einer Frau deine Chance ergreifst. Das sind ja brutale Fortschritte. Ja, auf jeden Fall. Richtig. Und Ja. es ist halt geil, dass man, also es ist im Endeffekt für mich so diese eine Sache, auf die man zurückführen kann, mit diesem besseren Selbstbild und mit diesem, dass man sich als Ganzes sieht und das Ja. in die Außenwelt trägt. Nice. Ich hatte gerade noch eine Frage. Fällt mir jetzt aber gerade nicht mehr ein. Wenn du jetzt so summa summarum über die Jetzt haben wir über die, da so ein bisschen drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ich glaube jetzt schon seit 20 Minuten oder so. Wie würdest du das in einem Satz beschreiben, das Coaching? Manchmal muss man sich zu seinem Glück zwingen, um es mit dem Sprichwort zu sagen. Ja. Und ansonsten, es wird Zeiten geben, da geht es dir richtig auf den Sack, aber es wird sich lohnen. Okay. Und was mich jetzt auch mal interessieren würde,
jetzt rein aus deinem persönlichen Erlebnis. Glaubst du, da draußen gibt es Leute, denen man erstmal klar machen muss, dass sie das brauchen? Ja. Also ich würde sagen, das ist der Großteil. Warum? Weil die meisten noch, so die meisten merken halt nicht, dass sie Defizite haben. Wenn sie jetzt meinetwegen eine geile Frau sehen und an der vorbeilaufen, dann denken die nicht so, oh, ich habe jetzt nicht die Eier, die anzusprechen. Ja. Sondern dann ist es so, die sind so schon in diesem Rhythm drin und haben das schon so oft nicht gemacht. Das ist halt einfach komplett alltäglich. So, das ist Normalität, dass man es nicht macht. Und demnach denkt man auch nicht mehr drüber nach und hat nicht den Gedanken, okay, mir fehlen einfach nur die Eier, sondern es ist normal. Ja, was wäre dein Call to Action an die Leute? Das ist echt schwierig. Also muss jetzt nicht aufs Coaching bezogen sein, aber wenn du natürlich sagst, okay, du siehst da den Sinn quasi für solche Leute, das zu machen, dann natürlich. Aber was würdest du denen auch jetzt aus der Erfahrung, die du gemacht hast, wo du früher selber so jemand warst, ja, wo die Frauen vorbeigelaufen sind, wo du Möglichkeiten nicht ergriffen hast, wo du deine Persönlichkeit bröckchenweise nach außen getragen hast und nicht so, boom, Eric ist in the house, what's going on? Was würdest du den Leuten mitgeben? Alter, das ist echt schwierig. Also irgendeine einzelne Technik oder irgendeine Aufgabe zu geben, ist, denke ich, recht sinnlos, weil die werden es einfach nicht machen und werden sich denken, was ein Scheiß. Ja. Und also was hilft, ist, sich jemanden zu suchen. Ich denke, das ist am besten, sich jemanden zu suchen, der in dem Feld irgendwie aktiv ist. Es muss kein Coach sein. Es kann ein Coach sein, es kann ein Coaching sein. Es kann aber auch einfach nur irgendein Freund, irgendein Typ sein, mit dem du dann regelmäßig abhängst, der in dem Bereich einfach weiter ist als du. Sprich, ändere dein Umfeld. Ja. Das ist ein geiler Punkt. Das ist also wirklich so dieses, so eine, sich einen Mentor zu suchen, der schon da ist, wo du bist, ist wirklich der Nummer eins Trick. Ja, ob das jetzt ein bezahltes Coaching ist, ja, ich will das Ganze professionell machen, das heißt wirklich meine Zeit da richtig rein investieren in den Bereich, mir ein krasses, also noch krasseres Wissen anzueignen, noch bessere Aufgaben, noch mehr Ergebnisse. Aber es hilft schon, wenn du einfach nur zu einem Freund gehst, ja, der einfach in dem Bereich krass ist. Wobei, da gibt es ein Problem und das darf man nicht unterschätzen. Wenn jemand den Weg nicht selber gegangen ist, kann er dir nicht sagen, wie du ihn gehen musst. Das heißt, jemand, der von Grund auf nie ein Problem hat, eine Frau anzusprechen, kann dir nicht sagen, wie es funktioniert, weil der weiß gar nicht, wie es nicht funktioniert. Ja, aber im Endeffekt würde ich sagen, das ist der beste Gamechanger in dem Zusammenhang, weil wenn du ihm irgendwas servierst, schon fertig, dann wird er sagen, was ein Bullshit oder mache ich nicht oder irgendwas. Und dann wird die Person dicht machen. Also würde ich jetzt aus Erfahrung sagen, aus eigener und auch mit anderen Leuten. Sondern das muss so ein schleichender, langsamer Prozess sein, dadurch, dass man halt sieht, okay, ich hänge jetzt hier mit jemandem ab und der macht halt genau, was er will. Und dann fängt er halt irgendwann an mitzumachen, zwangsweise, weil er ist ja dabei. Ja, genau. Du ziehst so dein Umfeld mit. Genau. Richtig. Ja. Okay, noch ein kleiner Call to Action von meiner Seite. Wenn das Ganze jetzt auf YouTube landet und du hast dir das jetzt angeschaut oder angehört und du möchtest dich in dem Bereich weiterentwickeln, du möchtest mehr Selbstvertrauen, deine Persönlichkeit nicht mehr bröckchenweise nach außen tragen, sondern einfach auf den Tisch schauen und sagen, hier bin ich, das bin ich. Du möchtest mehr Selbstvertrauen im Bereich Frauen, in deiner Persönlichkeit, in jedem Bereich von deinem Leben. Komm auf mich zu, schreib mir eine Nachricht, das kannst du auf Instagram machen, du kannst mir auf LinkedIn schreiben. Wenn du meine Nummer hast, schreib mir auf WhatsApp, auf Facebook. Mir egal, wo du kommst. Sag mir einfach, was deine aktuelle Situation ist, in welche Richtung du dich entwickeln möchtest und wir finden definitiv einen Weg, dich weiter nach vorne zu bringen, weil mir das super viel Spaß macht, Menschen weiterzubringen und ich selber den Weg gegangen bin und ich meine Erfahrungen aus diesem Weg auch an dich weitergeben möchte. In diesem Sinne, Eric, ich danke dir, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, das ausführlich so zu machen und würde sagen, Fuck Opinions, let's rock.